Um diesen Brief hier geht es. In jeder Zeile spürt man den Frust und die Ohnmacht der Stadt. Da steht zum Beispiel, die unbegleiteten Minderjährigen zeigen eine bislang nicht bekannte hohe kriminelle Energie und begehen Diebstähle, wo auch immer sich die Möglichkeit bietet. Und etwas weiter unten, die Stimmungslage entwickelt sich selbst in bislang stabilen Stadtbezirken in eine bedrohliche Richtung. Das Grundvertrauen, dass der Staat seine Bürger schützen kann, ist nicht mehr vorhanden. Na, da bin ich ja gespannt, was mich jetzt in Mannheim erwartet. Stefanie Bord ist Kripo-Beamtin in Mannheim. Sie hat ausschließlich mit Minderjährigen zu tun. Viele haben auch mehrere Identitäten, erzählt Stefanie Bord, und sind untereinander super vernetzt. Sie wissen, wie man gut durchkommt. Wir wissen, dass sie ihr Alter am besten so jung wie möglich angeben und sie wissen im Regelfall, dass sie danach freigelassen werden, gerade wenn sie unter 14 Jahre alt sind. Haben Sie viele, die unter 14 Jahren alt sind? Ja, es sind schon viele. Also die Neuankömmlinge, würde ich sagen, im Regelfall eigentlich fast immer. Das Problem? Die Polizei darf am Alter nicht zweifeln. Sie muss die Angaben zunächst hinnehmen, sagt Stefanie Bord. Wer unter 14 ist, ist nicht strafmündig, riskiert quasi nichts. Ist die Polizei machtlos? Machtlos ist schwer zu sagen. Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus und kommen halt nicht zu dem erhofften Ziel. Es ist ihnen egal, ob es verboten ist zu stehlen. Es ist egal, dass man dann von der Polizei festgenommen wird. Es interessiert sie einfach nicht. Die Geschäftsleute haben bestimmt viel zu erzählen. Wie beim Friseur bei mir. Ich höre ja einiges. Was hat sich verändert? Die Überfälle. Die Überfälle und der Straßenraub und die Kriminalität im Allgemeinen ist wesentlich schlimmer als früher. Liegt es auch an den minderjährigen Flüchtlingen, die gerade das Thema sind? Zum Großteil.